Hey, ciao zusammen, herzlich willkommen zurück beim Rayman in der Appelkiste. Wir machen gerade weiter mit Wolfenstein, aber bevor wir da den Raketenantrieb runterlassen, ja, muss ich euch noch etwas zeigen. Ich kann ja, vielleicht erinnert euch noch an die Szene, wo wir, ja, wo wir ziemlich am Start uns mit der Schere auseinandergesetzt haben und dann einen Brief können lesen von der Spielwarenfabrik, respektive wo wir in Roswell sogar selber die Spielwarenfabrik gefunden haben. Von den, wie heisst es, Superspiele oder guten Spiele oder so irgendetwas angehen, wo als ja, ihre Haupteinnahmequelle, respektive als ihr bestes Produkt, der Elite Hans dort anpreisen. Da habe ich ja so beiläufig mal schnell erwähnt, ja, übrigens, falls ihr noch nicht wisst, was ich mir auf Weihnachten wünsche. Das letzte, was ich noch mitbekommen habe, respektive aus der letzten Folge mitgenommen, ich will unbedingt auf Weihnachten Elite Hans. So ein Elite Hans kennt man noch ganz gelegen und jetzt habe ich doch tatsächlich vom Flash, von einem treuen Zuschauer, so einen Elite Hans bekommen. Ein vorweihnachtliches Weihnachtsgeschenk. Ein Elite Hans in voller Montur mit verschiedene Jacken und mit verschiedenen Waffen im Sortiment. Natürlich haben wir uns für das Bierli entschieden. Und ja, ich kann es irgendwie immer noch nicht ganz schnallen. Und ich habe gar nicht gewusst, dass es so Elite-Hans-Reihen dann auch wirklich im echten Leben gibt. Ja, und darum habe ich jetzt gedacht, ich bringe den sicher mal ein. Und ich tue da schnell festklicken, nicht, dass uns auf einmal noch einer überrascht. Und habe gedacht, ja, also für das Let's Play, das wir da machen, das können wir jetzt natürlich sicher nicht ohne unseren Elite-Hans machen. Der ist noch recht beweglich übrigens, da kann man noch ziemlich viel rumhantieren. Und darum habe ich gedacht, der muss schon mitspielen und den platzieren wir jetzt da hinten, dass er mit uns kann weiterspielen kann. Ich hoffe, es hält nicht ab. Ich hoffe, ihr seht ihn auch ein bisschen. Und unser Elite-Hans, also es gibt scheinbar da verschiedene Möglichkeiten für so einen Elite-Hans. Er ist die Terror-Billy-Version und ja, er verfolgt uns jetzt auf unserem weiteren Weg. An dem Moment, also in dem Augenblick nochmal ein riesig fettes Danke am Flash. Hätte ich so nicht erwartet und ist eine kleine Geste, aber mit einer enormen Bedeutung für mich. Tipptopp. Und mit dem neuen Elan würde ich sagen, hauen wir jetzt die Scherge wieder zurück, was hergehört. Und ja, dann mal den Raketenantrieb runterlassen. Wow. Was ist das für Teils? Hilfe, Billy! Habt ihr die auch gesehen, Gumpen? Was ist das gewesen? Die macht mir jetzt ein bisschen Sorgen. Was ich auch noch schnell muss testen übrigens. Das habe ich noch gesehen bei einer Aufnahme. Was ist Akimbo gewesen? X. Mach jetzt da Y. Ah, okay. Der kommt doch Blanz und sich. Ey, was sind das für Teils? Schnell nachladen. Das ist da. Das ist da. Uah, so Maschinendinger. Hey nein, die sind ja voll grusig. Uah. Aber ich glaube, das ist jetzt vorläufig. Es sind nur zwei gewesen, oder? Nur zwei gewesen, ja, so viel zu dem Thema. Jetzt kommt da einer noch so einer. Wow. Okay, Raketenantrieb start klar. Dann mal rein und ab dafür, alter Mann. Ich muss wieder reinkommen.
Sie werden ausspioniert. Spionieren Sie zurück. Mögen Sie Kontrolle? Oh yeah. Melden Sie sich zum Dienst im Überwachungssektor. Sollte diese Information auf Sie selbst oder einen Bekannten zutreffen, melden Sie sich umgehend beim Überwachungszentrum. Nichtbeachtung stellt einen unmittelbaren Gesetzesverstoß dar, welcher mit Gefängnisstrafe geahndet wird. Sie sind gesetzlich verpflichtet, über Ausbildung und Kenntnisse Auskunft zu geben. Ja, ja. Machen wir. Wow, was sind das für Dinger, hey? Auf die habe ich ja gar keine Lust. So Maschinenteils. Der eine ist, wenn ich da ein zurückgedrängt worden bin, habe ich wie so ein Gefühl gehabt. Er hat noch ein rumgumpen, so wie das kurz sich überbeamt hat. Noch ein Rüstung, das können wir gut brauchen. Rüstung nehmen wir alles mit. Das können wir auf dem Zug wahrscheinlich dann auch gut brauchen. Den Helmut legen wir auch noch an. Und da hat es noch fette Rüstung, so dann nehmen wir eigentlich Robotertechnik. Would you like to be someone special? Not at all. Das ist ja nicht leere Kisten. Das nehmen wir mal mit, obwohl wir es nicht bräuchten. Puh. Billy, du solltest uns ein mehr helfen da, Kollege. Was haben wir da noch Schönes? Da haben wir Karten, die brauchen wir aber im Moment gar nicht. Zum Lesen halten. Kommandant Humlers E-Post. Kommandant Wolfgang Humler an die 52. Station. Datum 4. Juli 1961. Der Chef ist stocksauer. Haben Sie diese Lieferung gesehen? Wir sollten eigentlich eine Lieferung aus Rumänien erhalten. 4NG1. Ein potenziell derart wichtiges Artefakt, dass sich die Ausgräber in die Hosen gemacht haben. Tja, im Labor ist es auf jeden Fall nie angekommen. Wo zum Teufel ist es dann? Der Generalstab sitzt mir schon im Nacken. Lutz Meier. Wenn Sie irgendwelche Informationen darüber haben, geben Sie mir Bescheid. Die Leute hier haben schon reichlich Druck bekommen. Humler. Ja, der Humler. Haben wir auch noch. Lutz Meyers Forschungsnotiz. Noch erledigen. Arbeit mit dem Artefakt an Wolfgang delegieren. Termin mit Psychologen vereinbaren. Akustische Halluzinationen dokumentieren. Wolfgang sagen, dass er alle Artefakte aus meinem Labor schaffen soll. Und zwar ein bisschen Dalli. Verlegung anfordern, für die Erweiterung des wesentlichen Bereichs zusätzliche Arbeitskräfte aus dem Mescalero-Reservat anfordern. Aha. Haben wir Stahlkarte? Wer nennen wir das mal? Der Roger Roxon. Roger Roxon. Sieht aus dem Mundfahrt. Da haben wir noch ein 100% Health Kit. Brauchen wir das echt? Nehmen wir einfach mal mit rum. Nützt ist zwar ein Scheiß. Wollen wir da ja auch noch gehen, wenn wir hinschauen. Concept Art. Das sieht ziemlich ähnlich aus, als es zum Schluss geworden ist. Hm? Da haben wir immer vorher leicht verschrocken, wo die Manacles gut bekommen sind. 52. Okay, da haben wir Schallplatte. Weltraum surfen. The Surfing Sounds of the Comet Tales. In den USA surfen sie im Wilden Westen. Aber Surfer in Deutschland sind doch die Besten. Wir nehmen unsere Mädchen und stapeln unsere Helme und fliegen bis in den Himmel für die schönste Reise. Ja, das ist also Weltraumsurfen gsi. Leider, so wie ich es gesehen habe, nicht von den Käfern.
Steve Johnsons E-Post von Steve Johnson an Lutz Meyer, Datum 3. Juli 1961. Sie sprechen da einige interessante Dinge an, Lutz. Dati-Shoot-Artefakte wirken auf den ersten Blick fast schon magisch. Doch wenn wir ihr Geheimnisse aufdecken, finden wir stets heraus, dass sie technologischer Natur sind. Aus Magie Wissenschaft zu machen ist unser Fluch, da unsere Welt jeden Tag komplexer wird. Aber wenn selbst wir Probleme damit haben, diese Komplexität zu verstehen, wie war es dann überhaupt möglich, diese Geräte in einer Zeit zu erfinden, als es noch gar keine wissenschaftliche Methodik gab? Vielleicht ist das das größte Mysterium. Übrigens, haben Sie von diesem Forschungszentrum gehört? Das ganze Gebäude ist eingestürzt, viele Tote. Es gibt Gerüchte darüber, dass irgendetwas mit dem Beton nicht in Ordnung war. Ich mache mir Sorgen, weil Heinrich dort gearbeitet hat. Neulich erst habe ich mit ihm telefoniert. Ja, dort die Schutt. Hammer. Haben wir noch ein Gold sogar. Und die neue Wahrheit. Briefe aus dem amerikanischen Volk. Vielen Dank, geliebter Kanzler, verfasst von unserem Leser Mark Johnson. Hätten Sie mich von dem Befreiungskrieg gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, unter dieser Regierung zu leben, hätte ich Ihnen gesagt, aber nie im Leben. Ich muss gestehen, dass ich damals äußerst närrisch war. Lassen Sie mich erklären. Jeden Tag wache ich in meinem gemütlichen Bett in den amerikanischen Gebieten auf und denke, zum Glück kam der Kanzler und befreite dieses Land von all dem abweichlerischen Gedankengut, das überall um sich griff. Denn ganz ehrlich, mit uns ging es bergab, weil die leichtsinnigen Politiker mit ihrer Macht Schindluder trieben. Warum wollten wir nicht stolz darauf sein? Warum sollten wir nicht stolz darauf sein, was wir sind? Immerhin wurde es ja wissenschaftlich bewiesen, dass wir besser als alle anderen sind. Aber jetzt geht es stetig bergauf, dank unseres neuen geliebten Kanzlers. Unsere Befreier haben aus diesem Land wirklich, die Seite ist hier abgerissen, einen Schandfleck gemacht. Only an enemy skulks around off the dock. Und mehr. Gut, wir sind ein Enemy. Ja, so ist das 100er Medikit auch wieder dahin. Wo geht man so schnell? Bisschen interessant gefunden, von da unten sind wir ja hoch. Könnten wir jetzt da wahrscheinlich einsteigen, aber ich schaue jetzt erst noch um, ob es da noch etwas. Wir sind, nein, wir sind gerade von da hergekommen. Limit, Limit, Limit. Limit erreicht. Oh, da hat der Sound gefehlt. Da sind wir hoch am Ausgesehen. Ja gut, dann würde ich sagen. Da haben wir auch nichts mehr. Würde ich doch sagen, springen wir mal auf das Teil. Sofern dann das da gedacht ist. Müsste ich jetzt da runterkumpen, hä? Bleibt ja fast nicht anders übrig. Kura, hey! Da sind wir noch ziemlich allein im Moment. Ich würde sagen, wir schalten mal ein. Sollte man so hinten hinstellen und geht dann wieder zu der Steuerung. Eine neue Floppe. Was haben wir denn da schon? Das sieht aus wie eine Schrotflinte. Wollen wir die schnell ausprobieren? Das ist eine Schrotflinte. Okay, schön. Auch Kimbo wäre jetzt drüber, denke ich. Wir müssen führen. Mal schauen, was uns da alles entgegenkommt. Oh. Wow, wie viel kommen denn da noch? Das war schon eine schlechte Ausgangslage, als ich ein Bierchen am anderen vorbeigerührt habe. Hat ein viele Leute gehabt. Schon wieder tot, das gibt es gar nicht.
probieren wieder ein bisschen zu sneaken. Nach Möglichkeit einigermaßen still durchzukommen, aber. Ich würde sagen, irgendeiner pfeift doch da. Ja, hallöchen. Jetzt sind wir einigermaßen still vorbeikommen. Ich bin zwar selber verschockt, dass es geklappt hat, aber. Und bis jetzt hat es einigermaßen gut funktioniert. Da können wir noch trainieren. Bizeps, Bizeps. Die verschrecke ich immer. Kannst du nicht so ein weg da? Da haben wir auch ziemlich das Massaker angerichtet. Und jetzt eigentlich nichts mehr. Wir nehmen da jetzt rauf. Schon da reinschauen. Da ist auch nichts gross. Schnell Schwellens und wieder Knackwürst. Wurst kommen nicht. Da haben wir aber noch eine Zeitung, die neue Wahrheit. Mehrheit unterstützt die neue Regierung. So etwas haben wir doch schon mal gelesen. Washington, 3. Juli 1961. Gemäß einer neuen Umfrage des Instituts für die statistische Analyse im letzten Monat unterstützt die große Mehrheit die neue Regierung, die vor mehr als einem Jahrzehnt die amerikanischen Gebiete befreite. Die Umfrage, die von unabhängigen Spitzenforschern durchgeführt wurde, ja, ist klar, zeigt, dass 99,8% der Amerikaner äußerst positiv über ihre neue Regierung denken. Die übrigen 0,2% sind noch unentschieden. Die Befreiung liegt nun mehr als ein Jahrzehnt zurück und die amerikanischen Gebiete florieren wie nie zuvor. Es ist viel besser als früher, meint Joseph, einer vor Denver ansässiger Schweinefarmer. Ja, bin ich sicher, dass er das meint, ja. Ganz bestimmt. Gut. Jetzt noch ein paar Donuts, die nehmen wir mit. Oh, da haben wir ein Rechtsblutbad hinterlassen. Und dann wird es da wohl weitergehen. Attention, have your papers in order. Listen up, your skills are wanted. Ja, nicht it. Halt, halt, halt. Rufen wir noch runter? Machen wir? Gefahr, Achtung, Achtung. Ja, dann gehen wir da runter. Signal entdeckt. Aha, darum gibt es also zwei Wege. Oh nein! Wieder so Manöckel. Hm. Auf die stehe ich ja gar nicht. Ich probiere den Kommandant aus dem Weg zu nehmen.
bewältigen oder manipulieren. Ich denke, das haben wir gemacht. Dann müssen wir wieder einen Still können entledigen. Nicht vergessen, wenn man hier Aufmerksamkeit erregt, hat es dann hinten dran noch eine ganze Armee von den technischen Manöckeln. Die haben wir auch gekommen. Ich kann jetzt auch einen Göppel nehmen. Scheinbar nicht. Jetzt sind wir recht still durchgekommen. Da hätten wir nämlich so schon Ärger bekommen mit diesen Teils. Läuft auf. Lady Adelinde's Epic Masterpiece, America and the New Order coming soon. Ja, da habe ich allerdings ein anderes Problem. Den haben wir da können schnappen. 16, 13, 10, das heisst, ihr müsst hier. So. Den haben wir wieder können still mitnehmen. Da ist noch irgendwo einer. Der hat schon geschossen. Jetzt geht's wieder los. Okay. Ist nur noch eine Nummer gewesen. Ja, jetzt ist es immer wieder Zeit, wenn wir da die Keimordner probieren, Keimtaschen probieren aufzusuchen. Mal wieder Zeit für ein kleines Päuschen. Ist cool, sind wir dabei gewesen, wenn wir da im Zug ein bisschen früher kriechen. Ich hoffe, ihr werdet das nächste Mal dabei sein. Bis dahin, bleibt sauber, macht keinen Scheiße. Ciao zusammen.